Hallo, bevor ich Ihnen heute hier einen sehr instruktiven Workshop zur Agile Care wiedergebe, möchte ich Ihnen vorab gern noch einige wichtige Hinweise geben. Dieser Workshop ist einer von denen, die wir wöchentlich immer montags um 20 Uhr für die Anwender von Agile Care anbieten. Um 20 Uhr jeden Montag können sich also die Anwender von Agile Care dazu weiterbilden, wie sie noch effektiver ihre Lebensqualität dauerhaft verbessern unter Einbezug der Anwendung mit Agile Care. Die große Zahl der Teilnehmer, wir haben so circa 100 Teilnehmer jeden Montag, die live dabei sind, und dazu kommen noch einmal circa 200 Teilnehmer dazu, die sich dann die jeweilige Aufzeichnung anschauen. Also, diese große Zahl der Teilnehmer zeigt uns, dass doch die Wissensvermittlung über den Workshop zur Agile Care sehr gut und vielfach aufgenommen wird zum Wohl der Anwender. Das beweisen auch die vielen Fragen, die live oder über die Aufzeichnung gestellt werden und die wir dann gern beantworten. Zur Agile Care gehört ja auch unser, ich denke einmal, einmaliger Beratungsservice. Das sind der schon genannte Workshop, aber auch die Möglichkeit, mit uns über Chat, über das Forum, über Tickets und auch direkt telefonisch Verbindung aufzunehmen, um individuell Fragen zu stellen, wir unsere Beratung geben. Und es geht ja immer um die wichtige Frage der Lebensqualität. Geht es doch schließlich um die Lebensqualität jedes Einzelnen zu etwas äußerst Wichtigem? Ich möchte mal sagen, zum lebenswichtigsten Thema, nämlich dem Wohlbefinden des Menschen. Uns ist es auch ein großes Anliegen, die beste Unterstützung mit unserer Beratung zu geben. Das tun wir nicht nur über die bereits genannten Kommunikationskanäle, sondern wir tun es auch, indem wir die Anwendungen ständig erweitern. So können Sie, meine Damen und Herren, die Anwendung alle jetzt schon selbst sehen, auch wenn Sie noch keine Agile Care-Anwender sind. Sie können sie sehen auf der Seite ulrich-mtc.de/agilecare-pro-katalog. Sie können diesen Link auch noch unter dem Video in der Beschreibung sehen und nutzen. Dort können Sie auch gern die Sprache aussuchen. Wir haben insgesamt 7 Sprachen, in denen der Katalog vorliegt. Dort finden Sie im Katalog ca. 3000 unterschiedliche Anwendungen. Damit ist unser Katalog der wohl weltweit umfassendste seiner Art. Alles beruht auf dem von Dr. Rife herausgefundenen Prinzip der selektiven Eliminierung von Mikroorganismen. Von Mikroorganismen, die mit Erkrankungen auf Zellenebene eine Symbiose bilden. Und wenn Sie das hören, wenn diese eliminiert werden, dann wissen Sie auch jetzt schon, wie sich diese selektive Eliminierung auf Ihr Wohlbefinden auswirken wird, wenn Agile Care eingesetzt und genutzt wird. Warum spreche ich über den Katalog? Der Katalog sollte Sie erst einmal beeindrucken. Schauen Sie sich ihn an. Den Link dazu nannte ich Ihnen bereits. In der Beschreibung oder dem Video finden Sie ihn ebenfalls. Im nachfolgenden Video wird nämlich zu den Anwendungen stets der sogenannte Quellencode-Index genannt. Der sichert die eindeutige Zuordnung zum Katalog. Somit haben Sie mit dem Quellencode-Index gleich den Hinweis zur konkreten Anwendung, über die gesprochen wird im Video. Und in Ihrem Browser können Sie ihn auch suchen. Ganz einfach tun Sie das über die Suchfunktion des Browsers und Sie finden die Anwendung blitzschnell. Somit sind Ihnen diese Angaben im Video gleich kein Rätsel mehr, wenn Sie dort etwas über Quellencode-Indizes sehen. Übrigens bekommen unsere Agile Care-Anwender alle Erweiterungen zeitlich unbegrenzt kostenlos. Ebenso kostenlos wie die Beratung durch uns. Aufgrund der Krankheitsentwicklungen ist es nämlich nötig, ständig Erweiterungen und Konkretisierungen des Katalogs zur Verfügung zu stellen. Auch die Erreger verändern sich. Das sind, ich
Ich meine, die Erreger, das sind die Viren, Bakterien, Würmer, Pilze und andere Einzeller. Dem kommen wir durch Erweiterungen des Katalogs nach und ermöglichen Verbesserung der Lebensqualität durch Agile Care. Verbesserung natürlich kostenlos. Alle Veränderungen sind Erweiterungen von Agile Care und Agile Care Software, basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch auf hohem Niveau von Technologie der Mikroelektronik und Technologie der eingesetzten Algorithmen verwendeter numerischer Mathematik. Somit werden wir präzise und erfolgreich. Somit ergänzen, präzisieren und verfeinern wir ständig die Nutzung von Agile Care zur Verbesserung der Lebensqualität der Anwender. Sehen Sie jetzt den Workshop, den ich für Sie ausgesucht und aufgezeichnet habe. Damit wissen Sie zu speziellen Themen sofort Bescheid. Worum geht es? Darum, dass jemand auch bei einer Entzündung des Kehlkopfes, also im Bereich der Atmung, Probleme hat, die bis dahin nicht in den Griff zu bekommen waren. Und darum, wie wir dann mit Agile Care vorgehen und erfolgreich werden. Und damit schließlich zu unserer großen Freude wird die Baustelle der betroffenen Person behoben. Alle Workshops sind so eingerichtet, dass die Teilnehmer die Empfehlungen sofort umsetzen können und dadurch Lebensqualität genießen. Mit Agile Care gehen die Anwender bei Beachtung der Gebrauchsanweisung von Agile Care kein Risiko ein. Sie können es sofort einsetzen, ohne Bedenken. Freuen Sie sich darauf, welche Indikationen nachfolgend besprochen werden. Ich wünsche Ihnen Freude beim Anschauen des Videos. Genießen auch Sie baldigst bessere Lebensqualität durch Agile Care. So und wie immer, zunächst erstmal der wichtige Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, diejenigen, die hier regelmäßig dabei sind, die wissen, dass das wichtig ist. Und jetzt möchte ich aber, ehe ich hier einsteige und das abarbeite, was jetzt eingeblendet ist, zunächst erst einmal auf Fragen eingehen, die zuvor gekommen sind. Die kann ich allgemeiner Art beantworten. Und zwar hat mich jemand gefragt, weil jemand Krankenhausinfektionen hat, zum Beispiel nach Operationen, und diese Infektionen schwere Einwirkungen auf das Lebensniveau, die Lebensqualität desjenigen hatten, also das in dem Fall darf ich sagen Patienten hatten und haben. Und es ist ja immer sehr schwer, dort herauszubekommen, welche Erreger das sind. Und da möchte ich die allerwichtigsten und häufigsten nennen, mit denen wir auch schon sehr oft zurechtgekommen sind. Machen Sie die Anwendung Staphylokokken in den Fällen, wo Sie Krankenhausinfektionen haben. Ja, dann kam eine Frage nach der Erdungsmatte. Ich hatte ja schon mehrfach gesagt, dass die Erfolge besser sind, wenn man sich erdet. Das hat übrigens nicht nur was mit Agile Care zu tun, sondern auch in unserem normalen Leben wäre es gut, wenn wir eine Viertelstunde, eine Stunde oder jedenfalls so lange, wie es möglich ist, so das sogenannte Tautreten durchführen können. Da haben wir von den Füßen, das machen wir natürlich ohne Schuhe, ohne Strümpfe, und wir gehen über feuchtes Gras, wenn wir die Möglichkeit haben, oder wir gehen irgendwie auf der Erde, wo dann guter durch die Feuchtigkeit ein guter Kontakt besteht, dann haben wir die Möglichkeit, uns sehr gut zu erden. Und Spannungen abzuleiten, die uns nicht gut tun, Ladung abzuleiten. Ich habe selbst einmal eine Messung gemacht, wenn jemand sozusagen isoliert liegt über Nacht und isoliert auf dem Bett ist, dann kann man die Hautoberfläche mal gegen die Erde messen, früh morgens, dann hat sich eine Spannung von sage und schreibe 15 Volt aufgebaut. Sicherlich ist es in vielen Fällen noch höher oder nicht ganz so hoch, aber das ist natürlich aus der Sicht unserer Zellen, die wir schützen wollen, eine sehr hohe Spannung. Und das ist wichtig, die abzuleiten. Und so ist es natürlich auch im Zusammenhang mit Agile Care.
wo wir unser Immunsystem ja steigern wollen, verbessern wollen, und zwar relativ, indem wir die Gegner des Immunsystems, die Angreifer, ich hatte vorhin Staphylokokken genannt, also die Parasiten allgemein, wenn wir die dezimieren, dann verbessern wir relativ das Immunsystem. Und so macht sich natürlich eine Erdung auch gut. Und da könnte man die Füße während der Anwendung auch wiederum barfuß auf einen gut geerdeten Fußboden aufsetzen. Oder man benutzt eine Erdungsplatte. Oder, so war die Frage in der E-Mail, auf die ich jetzt eigentlich eingehe, gestellt, zur Frage des Erdungslakens, wenn man liegt. Es gibt also Erdungslaken, die finden wir im Internet. Die sind so aufgebaut, dass sie sozusagen den Laken des Stoffs, dass der durchwebt ist, durch leitfähige Fäden. Diese Fäden sind untereinander wie ein Gitter, sind untereinander verbunden und kommen dann über ein Kabel zu der Möglichkeit, dieses Kabel dann zu erden. Und da macht sich eine Schokosteckdose, und zwar der Schokokontakt, sehr gut dafür. Andere schließen das an die Heizung, aber Schokokontakt ist eigentlich ein sicherer Erde, und das könnte Ihnen ein Fachmann gern so verbinden. Nun bin ich gefragt worden nach Bezugsquellen für diese Erdungslagen. Ich habe vor einigen Jahren Erdungslagen mir selbst besorgt. Ich weiß nicht mehr, woher ich das hatte. Ich habe einfach im Internet gesucht nach Erdungslagen, und es war ein Versender aus Niederlande, und das hat dann auch ganz gut geklappt. Bin aber nicht kritikfähig. Ob das nicht bessere Lösungen, vielleicht auch preiswertere gibt, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist die Anregung, sich zu erden, überhaupt und unabhängig vom Agilcare oder auch in Verbindung mit Agilcare, eine sehr gute Idee, und das kann ich nur weitergeben. Und ich gebe Ihnen mal einen Ausblick, bloß legen Sie mich nicht auf den Termin fest. Ich suche einen Hersteller, der Erdungsplatten herstellt, wo man sozusagen barfuß seine Füße draufsetzen kann. Ich habe den Hersteller aber noch nicht gefunden. Ich werde Sie informieren, wenn ich das habe, und überlege mir auch, ob ich so eine Erdungsplatte mit im Shop mit aufnehme in unser Angebot. Ja, das ist also soweit zu der Erdung. Dann bin ich gefragt worden, was ist zu tun bei Herzrhythmusstörungen. Ich bin schon öfter hier in diesem Rahmen auf Herzrhythmusstörungen eingegangen, und wir haben auch eine Anwendung Herzrhythmusstörung, die können Sie heraussuchen. Die lautet genauso, wie ich es eben gesagt habe. Was sich aber herausgestellt hat, und das möchte ich einfach mal in dem Rahmen hier wiederholen, dass wenn jemand, der unter Herzrhythmusstörungen leidet, wenn der auch die Anwendung Zahnherde durchführt, das ist in der Gruppe Zahn zu finden, also Zahnherde, wenn er das durchführt, dann hat er auch gute Aussichten. Und ich habe einige Rückmeldungen, wo während der Anwendung Zahnherde die Herzrhythmusstörungen zurückgegangen sind und lange nicht mehr aufgetreten sind. Wie hängt das zusammen? Das hängt einfach damit zusammen, dass wir wahrscheinlich, oder dass diejenigen, die betroffen sind, wahrscheinlich einen niedrigen Vitamin-C-Spiegel haben und deshalb das antimikrobielle, also in dem Fall antibakterielle, nicht ausreichend von Vitamin C zur Verfügung steht und schon gar nicht dort am Ort, wo die Zahnherde existieren. Zum Beispiel ist dann dort vielleicht eine Wurzelresektion gemacht worden oder überhaupt eine andere Zahnbehandlung. Und da kann sich ein Zahnarzt noch so viel Mühe geben. In den kleinen Nanokanälchen kann er die Erreger nicht abtöten. Also die bleiben dann dort und werden an sich meines Wissens nur erreicht durch Agilcare, indem wir die Anwendung Zahnherde machen, und oder durch hochdosiert Vitamin C. Also da rede ich aber wirklich von hochdosiert. Wenn das nicht passiert, dann scheiden diese Parasiten in den Zahnherden, in diesen Kanälchen der schlecht gereinigten oder, wie soll ich sagen, schlecht therapierten Zahnherde, scheiden die Toxine aus, die wandern über die Blutbahn, und sie scheiden auch Vervielfältigungen aus. Also sie selber setzen sozusagen Parasiten ab, die über die Blutbahn dann zuerst zum Herzen kommen, über die venöse Blutbahn, und dann dort die Herzrhythmusstörung begünstigen, weil dort auch niedriger Vitamin C-Spiegel ist. Und so haben wir eine gute Möglichkeit, die Anwendung Zahnherde zu machen. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, unabhängig jetzt von Agilcare, dass eben hoher Vitamin-C-Spiegel auch dort sehr, sehr hilfreich sein kann.
Soweit zu dieser Frage zu der Herzrhythmusstörung. Und eine ganz aktuelle Rückmeldung von jemandem. Sie haben ja beim letzten Mal bemerkt, dass jemand sehr, sehr gut improvisiert hat. Einmal mit Hunden, dann mit Pferden und mit Katzen. Und ich habe den Interessenten die Bilder dazu versandt. Die Fotos, wie dort die Elektroden angelegt wurden. Ich habe von dort gehört, dass es gut funktioniert hat. Und das war eine Anregung für einen Aquarianer, also jemand, der sich sehr gut mit Fischen in Aquarien auskennt. Und er beobachtet immer wieder, dass seine Fische von Würmern nicht nur bedroht, sondern auch be belegt sind und sie dadurch schlecht fressen. Man sieht es ihnen an, also der Experte, der Aquarianer, sieht das ihnen an und hat einfach die Anwendung Würmer gemacht, indem er die Elektroden also teilweise in das Fischbassin eingehalten, also versenkt hat, dass er guten Kontakt hat, und so hat er sozusagen alle seine Fische in der Zeit, sagen wir, gegen Würmer angewendet. Ich will einfach nicht das Wort behandelt sagen. Hat gute Erfolge gehabt, hat das auch eins, zweimal wiederholt und mir dann ganz deutlich gezeigt, mir als Laien, ich sehe das nicht, muss darauf hingewiesen werden, dass es diesen Fischen wesentlich besser geht, sie also anscheinend die Würmer dezimiert bzw. eliminiert haben. Also sehr, sehr gute Sache, ganz aktuelle Nachricht. Ich freue mich, wenn es solche Anwendungen gibt, und ich würde mich auch freuen, wenn Sie sich mit den Anwendern austauschen, um praktisch, sagen wir mal, zu lernen, wie bei dem Herrn, der uns letztens die Bilder zur Verfügung gestellt hat für die Behandlung mit dem Hund, mit den Pferden, mit der Katze. So könnte auch der Aquarianer mal zeigen, wie er dort die Elektroden einsetzt und wie eigentlich aus physikalischer Sicht beste Bedingungen genutzt wurden in einem Bassin, in einem Fischbassin, in einem Aquarium, um den Tieren etwas Gutes zu tun. So, dann möchte ich auf eine Frage der letzten Woche eingehen. Hier gehe ich etwas breiter ein, und vielleicht können Sie von dieser aktuellen Anwendung, von meinen aktuellen Empfehlungen abstrahieren und erkennen, wie ich vorgehe, um dort zu helfen. Und zwar, Laryngitis ist anhaltend, und trotz der Anwendung Laryngitis, und fachlich sehr gut, also ich kenne die Anwenderin sehr, sehr gut und zuverlässig und penibel genau gearbeitet, hat sie mit der Anwendung mit dem Quellencode Index A182 Laryngitis, also eigentlich von der Indikation genau richtig, und ist nicht vorangekommen. Ob sie Epstein-Barr gleich noch mitgemacht hat, weiß ich nicht, aber sie hat auch Herpesvirus gemacht und es kam nicht, ging nicht so richtig los. Wollte ich eigentlich, oder das habe ich eigentlich auch dann gemacht, habe ich relativ aufwendig, zeitaufwendig zumindest, viele Diskussionen mit anderen Zentrenleitern geführt, auch über den Ozean hinweg, also in den USA, und habe sehr viel Literatur, Fachliteratur dazu gelesen und komme dann zu mehreren Empfehlungen. Das soll nicht bedeuten, dass die alle zutreffen, aber man sollte sie zumindest testen, solange man nicht weiter vorangekommen ist mit der Anwendung Laryngitis. Und da gibt es erst einmal die viralen Belastungen und es gibt bakterielle Belastungen. Und Sie sehen, dass ich das auch hier auf der Folie so dargestellt habe. Und da würde ich bei den Viren zunächst mit dem Quellencode Index WEI22 Rhinovirus einsetzen. Ich würde Influenza-Virus, und zwar verschiedene Influenza-Viren einsetzen, beginnend mit dem Quellencode-Index C864 und folgenden. Dann spielt der Adenovirus, wir hatten schon sehr oft über diesen Erreger gesprochen, eine große Rolle bei Laryngitis oder kann eine große Rolle spielen. Die Anwendung hat den Quellencode-Index C18. Dann spielt der Coronavirus, darüber haben wir noch nicht oft gesprochen, eine Rolle. Die Anwendung hat den Quellencode-Index C400. Und dann eine Anwendung, die relativ spät erst dazu gekommen ist, die beiden Anwendungen für einen Virus, den HRSV-Virus. Ich habe das hier eingeblendet. Die beiden Anwendungen QUA11, Quellencode-Index QUA11 und Quellencode-Index QUA12. Die sind hier etwas später dazu gekommen, und das sind sozusagen meine Schlachtschiffe,
gegen eine virale Belastung, die zu Laryngitis führt oder gegen virale Infektionen, die zu Laryngitis führen. Da, auf der zweiten Seite gibt es die bakterielle Belastung. Da wären zunächst erstmal die Streptokokken, und zwar die Gruppe A, dort wichtig. Dort habe ich noch keine Anwendung und deshalb sollte man ausweichen auf die, die wir schon haben, Streptococcus pneumoniae mit dem Quellencode-Index C1512, dann den das Diphtheriebakterium mit dem Quellencode-Index C402, dann die Moraxella catarrhalis mit dem Quellencode-Index C179, die Haemophilus influenza, also eine weitere Influenza mit den beiden Anwendungen Quellencode-Index C830 und C831. Den Bordetella pertussis habe ich noch nicht, aber dafür kann man arbeiten mit Bacillus anthracis und das ist C115 mit dem Quellencode-Index und schließlich noch das Mycobacterium tuberculosis mit dem Quellencode-Index 10.10.6.8. Das ist jetzt eine lange Auflistung von mir gewesen. Warum stelle ich das dar und warum belaste ich Ihre Zeit zum Workshop damit? Ich denke, dass wir auch bei anderen Anwendungen, wo wir nicht die anhalten, trotz unserer Anwendung, die Belastung anhalten, trotz unserer Anwendung, denke ich, sollte man so vorgehen. Beziehen Sie mich mit ein. Ich würde das sozusagen für Sie in der Form analysieren. Und es macht ja nichts, da möchte ich auch immer wieder darauf hinweisen, wenn Sie zum Beispiel eine Adenovirus-Anwendung durchführen und der existiert gar nicht. Sie schaden sich damit überhaupt nicht. So, und dann geht es weiter zu dieser Frage, auch zur Laryngitis noch. Dann gibt es noch neben den von mir dargestellten, ich hätte es fast gesagt, Aggressoren der Bakterien und Viren, gibt es auch noch die Pilze. Und da gibt es ein Histoplasma, Quellencode-Index C741 und C742. Vielleicht würde ich nach meiner Kenntnis und Durchsicht aktuell der Literatur mit dieser Anwendung und mit diesen beiden Anwendungen beginnen, wenn ich leider in dem Zustand bin, dass Laryngitis nicht geholfen hat. Und wie das eben so ist, habe ich in dieser Woche auch noch zwei weitere Rückmeldungen bekommen, wo die Anwendung A182 Laryngitis sehr, sehr gut geholfen hat. Und so ist das eben bei dem einen, da sind eben Bedingungen da, dass es hilft. Bei dem anderen sind die Bedingungen vielleicht etwas anders oder wir haben nicht genügend Erkenntnisse über die Infektion oder über die Diagnose. So ist es eben sehr, sehr variabel, wie eben in der Medizin und in der Biologie wir das sehr häufig vorfinden. Ja, dann möchte ich noch etwas zu den Elektrolyten sagen. Elektrolyte brauchen wir in den Zellen, in den menschlichen Zellen, damit wir die Energie, die elektromagnetische Energie, die elektromagnetischen Wellen gut durch unseren Körper durchleiten und sie dann dort, wo die Resonanzbedingungen zu den schädlichen Parasiten existieren, dass sie dort ihre Energie umsetzen und die Parasiten zerstören, auf verschiedene Art und Weise, gegen die Pilze, Viren, Würmer und Einzeller und Bakterien. Deshalb müssen wir gute Elektrolyte haben, damit wir das dort eben erreichen. Wenn sich eben zum Beispiel Chlamydien in den Gelenken verstecken und dort dafür sorgen, dass wir Gelenkschmerzen haben, die wir diagnostizieren lassen können als Arthrose oder Arthritis, dann müssen wir eben dort oder wir können diese Parasiten nur erreichen und dezimieren, eliminieren, wenn wir gute Elektrolyte haben, also eine gute Durchleitung durchs menschliche Gewebe haben. Das ist bei, jetzt komme ich zu der Frage, für wen ist es wichtig? Das ist bei denjenigen wichtig, die erwachsen sind, also das 20. Lebensjahr überschritten haben. Wir haben das noch nie gefunden in den 30 Jahren, wenn bei Jugendlichen und bei Kindern die Anwendung war, dass es notwendig war, Elektrolyte zu geben. So, den Trunk, um die Elektrolyte in den Zellen zu verbessern, in den menschlichen Zellen zu verbessern, den Trunk sollte man, jetzt komme ich auf die Frage, wann den Trunk einnehmen, 20 bis 30 Minuten vor der Anwendung. Und ich will es noch präzisieren, vor der ersten Anwendung. Das sage ich zu denjenigen, die am Tag mehrere Anwendungen machen. Also ungefähr 20 bis 30 Minuten mindestens davor diesen Trunk einnehmen. Und da ich das Rezept
Auf der Seite, die ich hier eingeblendet habe, ulrich-mtc.de/download dargestellt habe, können Sie sich das dort herunterladen. Und dort gibt es eine Neuerung. Erfreulicherweise hat eine sehr profilierte, sehr professionelle Anwenderin geschrieben, dass sie Kokoswasser eingesetzt hat, und zwar unverdünnt und als Trunk zur Verbesserung der Elektrolyte 150 Milliliter, also ein Saftglas voll, eingesetzt hat, dass sie damit sehr, sehr gute Erfahrung hatte und die Abneigung gegenüber nach Zitrus schmeckenden Getränken oder sauren Getränken, die man schlecht herunterkriegt, hat sie das als Vorschlag eingegeben. Ich habe das gleich mit in das aktuelle Rezept mit eingetragen, und Sie können sich da auf der Seite ulrich-mtc.de/download herunterladen, was ich dazu geschrieben habe. Wo eigentlich reicht schon die Information, Kokoswasser unverdünnt, 150 Milliliter, anstelle dessen, was, also als Alternative dazu, was ich sonst angegeben habe. Soweit also zu den Elektrolyten, wo ich immer sehr, sehr viele Fragen bekomme. Dann hat jemand einen Bericht gegeben, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, und ich möchte hier den Bericht mal wiedergeben. Eine Anwenderin hat Pollinosis, das ist also die Pollenschädigung, die man spürt, wo man richtig down ist. Und ich sage das auch aus eigener Erfahrung. Vor zig Jahren hatte ich auch das Problem, dass ich eine sogenannte Pollenallergie habe. Heute sage ich so ein Wort nicht mehr. Jedenfalls Pollen haben meine Lebensqualität beeinflusst. Und so geht es oder ging es dieser Anwenderin auch. Sie hat 5 Tage die Anwendung mit dem Quellencode Index A261 gemacht. Und noch ein paar andere, wo sie meine, die hat sie einen wahllos ausgesucht, wahlfrei ausgesucht, und da ging es ihr schon besser. Dann hat sie über 10 Tage je 2 Anwendungen gemacht zu Epstein-Barr-Virus, zu Chlamydia-Pneumonie und Lymphstau. Lymphstau hat sie deshalb gemacht, weil sie Operationen hinter sich hat, wo sie der Meinung ist, dort wurde der Lymphabfluss behindert. Und siehe da, nach dieser Zeit, 10 Tage, an jedem Tag 2 Anwendungen von denen, die ich hier eingeblendet habe. Und sie hat sich wunderbar gefühlt. Und was ich sehr, sehr gut finde, sie hat eine gestiegene Tatkraft registrieren können. Und das ist ja, sagen wir, der beste Antwort nach der Frage, wie geht es meinem Immunsystem? Wenn ich tatkräftig bin, geht es meinem Immunsystem gut. Sie hat dann später noch, auch aus Anlass ihres speziellen Falles, hat sie noch die beiden Anwendungen gemacht, Herpes Zoster und Parasit Ascaris. Die beiden haben den Quellencode-Index A135 bzw. C1159 und hat dort auch eine Besserung, besseren Tatendrang verspürt. Ich gratuliere derjenigen, bedanke mich, dass die Anwenderin das hier so beschreibt. Ich, dass hier die Möglichkeit habe, das eben Ihnen mitzuteilen, Sie vielleicht auch dort eine Anregung für Verbesserung bringen. Und ich möchte das noch ergänzen. Wir haben ja auf unserer Seite, die ich vorhin schon eingeblendet habe, ich schalte mal zurück, dort auf dieser Seite ulrich-mtc.de/download haben wir auch die sogenannten Basisanwendungen. Und es ist vielleicht ganz gut, und dass ich hier feststelle, dass die Anwenderin, die hier so detailliert und gut, ich denke zum Nutzen aller, das berichtet hat, dass sie eigentlich dort sehr stark sich an die Basisanwendung gehalten hat, ohne dass ihr das bewusst war. Also ich empfehle auch, Basisanwendungen in so einer Situation zu machen oder das Basisprogramm. Ich weiß gar nicht, wie wir das beschrieben haben. Ja, und wenn wir das so sehen, wie gehen wir denn vor? Wir dezimieren, eliminieren schädliche Parasiten, Pathogene. Die sinken also ab, daher die Minuszeichen hier. Daraus ergibt sich ein stärkeres Immunsystem. Entweder aktuell stärker, relativ stärker oder auch absolut stärker. Denn wenn ich die Parasiten herausnehme und entgifte, dann ist auch das Immunsystem absolut stärker. Und dann ist natürlich auch eine Perspektive zu sehen, dass wenn ich ein stärkeres Immunsystem habe, sei es relativ oder sei es absolut oder sei es beides oder ist es beides, dann haben wir natürlich eine ganz entscheidende Stärkung gegen schwere Erkrankungen. Ich möchte bloß das Stichwort Krebs geben. Dort könnten wir also auch darauf folgen. Und hier wiederum
sage ich auch, mit der Basisanwendung, die Sie auf dieser eingeblendeten Seite bei mir herunterladen können. Wer sich daran erinnert, wer es schon gemacht hat, dort gibt es ja zwei Dinge. Einmal dankenswerterweise von Herrn Lutz Amsel und meine Empfehlung. Die sollen Sie nicht ausschließen. Das sollen eben bloß unterschiedliche Anregungen sein, diese Basisanwendung durchzuführen. Der weiß, dass wenn wir diese Kette sozusagen angehen, Parasiten-Immunsystem, Stärkung gegen schwere Erkrankungen, dass wir dort sehr gute Perspektive haben für unsere Lebensqualität, für, wie ich das immer sage, Leben ohne Krankheit. So, jetzt haben Sie einen Einblick in einen unserer Workshops bekommen. Sie können nun wissen, worum es bei uns geht. Und Sie können sich vorstellen, dass aufgrund des weltweit größten Katalogs wir für jede Baustelle mit Agecare etwas zu bieten haben. Zu bieten haben für bessere Lebensqualität. Agecare könnte auch für Sie interessant sein, denke ich. Und wir meinen, dass Agecare in keinem Haushalt fehlen sollte. Hier noch einmal die Verbindung zu unserem Shop, wo Sie Agecare bekommen können. Der Link lautet shop.schmerzen-was-tun.de. Auch den können Sie unter dem Video noch nachlesen. Sollte es bei Ihnen oder bei Ihren Liebsten eine Baustelle geben, mit Agecare könnte die Lösung gefunden sein. Und dann haben Sie später für aufkommende und jetzt noch nicht bekannte Probleme gleich Agecare in Ihrem Haushalt zur Hand. Sie können es sofort nutzen. Die Lösung für bessere Lebensqualität auch bei Ihnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen wenden Sie sich an mich per E-Mail über die eingeblendete Adresse support@ulrich-mtc.de. Wir sind für Sie da.